Das Gericht hat mich als psychiatrische Gutachterin hinzugezogen. Ich bin Carla Eckert. Wissen Sie, wo Sie sich befinden? In einem sehr rosanen Raum. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Es ist gestern sehr viel passiert, was ich so nicht wollte. Die Vergehen an den Frauen waren darin kein Verbrechen, sondern eine Notwendigkeit. Und aus diesem Grund empfehle ich eine Unterbringung im Maßnahmenvollzug für zurechnungsunfähige geistig abnorme Rechtsbrecher. Wir haben uns über Sie unterhalten. Ich war schon etwas verwundert, Sie hat fast liebevoll von Ihnen gesprochen. Werfen Sie mir vor, dass ich nicht brutal genug war. Was ist passiert? Ich wünschte, Sie hätten sich nicht geirrt. Diese Falle wird Wellen schlagen. Ich glaube, ich habe hier etwas, das Sie wach macht. Ich möchte, dass mein Mandant Carsten Spanger unverzüglich wieder freigelassen wird. Wir brauchen Ergebnisse, keine Gesprächstherapie. Sind Sie verrückt geworden? Schon seltsam, dass wir zwei so ganz unterschiedlich mit dem gleichen Schmerz umgehen. Passen Sie auf, dass Sie keinen Fehler machen, sonst nehme ich Ihre Expertise öffentlich auseinander. Ich habe das Gefühl, dass ich was übersehe. Wissen Sie, was ich sehe? Eine Frau, die nicht geben kann. Die sich hierher hinter die Überlegenheit ihrer Therapeutenrolle flüchtet, weil sie Angst vor der echten Welt da draußen hat.